Liang Chu in seiner U18-Zeit vor ca. 10 Jahren mal Deutschlands Spitze mit seinem Bruder, deutscher Jugendmeister im Doppel, den kennt man mittlerweile. Liang Chu, Europameister. In der zweiten Liga, Reiselheim, ich glaube, ich hätte noch nichts verloren. Wurde auch nicht so richtig geprüft, das kann nicht so anders sein. Mit Garbage hat er einen Gegner, von dem ich einen richtig guten Eindruck habe. Ich muss dazu sagen, ich kümmere mich grundsätzlich nicht um TDR-Punkte. Da habe ich viel zu tun, da auch immer noch zu googeln und nachzusehen, ob meine Tischkunde oder sonst wo. In der Weltrangliste weiß ich dann doch noch, wo der eine oder andere steht, aber da ist halt keiner in der Halle. Deswegen muss ich mich immer auf den spielerischen Eindruck verlassen, dass es nicht immer ganz so einfach, weil es gibt, wie wir alle wissen, die Konstellation, dass man einen Gegner liebt und deswegen gut gegen ihn spielt oder dass einen ein Gegner nicht liebt und man unter aller Würde spielt. Immer die sportlichen Grundregeln, die gibt es alle Sportarten. Man ist so gut wie der Gegner es zulässt. Schauen wir mal, was Kravitz hier zulässt gegen Chu. Loslassen und sagen, dass sie den Gadget aber es ist ja niemand da, der mit mir um irgendwas bittet, bin auch nicht der Typ, der wird es und geht sowieso überhaupt niemals, nie nicht. Lassen wir uns überraschen und wünschen wir uns ein Spiel auf hohem Niveau. Es geht hier also um Platz 3 und Platz 4 bei dieser Pokalrunde am heutigen 27. August 2023. Platz 1 und 2 werden am Nebentisch ausgemacht. Da sieht man ein bisschen Alex Fleming gerade eben beim Aufschlag. Zum 10 zu 3 und er hat es dringend nötig. Er liegt nämlich 1 zu 2 hinten.
Lippolstein also um Platz 1 gegen Fortuna Passau. Beide zweite Bundesliga, beide seit Jahren, wenn ich über einem Jahrzehnt, heftige Konkurrenten. Das sehen wir auch auf meinem Kanal gesehen. Lippolstein Passau, sehenswertes und vor allem spannendes Küstenes ohne Ende. Aber jetzt erstmal hier. 6-2, 4-2. Habe ich ihn da unterschätzt, den Gegner überschätzt oder hat der Gegner in viel statt zu den Besseren? Wir werden auf diese Fragen noch unsere Antworten bekommen in den nächsten Minuten. Thank you.
Thank you.
Applaus. Thank you.
meine Empfehlung nicht verpassen. Am Nebentisch das Spiel Rinderer gegen Fedotow gibt es natürlich auf einem extra Video komplett. Unglaublich, sage bald Dezember. Bestimmt Sport. Absolut spitze und sehenswert. Und natürlich auch das Einzigertor mit Alexander Fleming. Gegen Anders Lind. Nein, natürlich nicht Lind und auch nicht Anders, sondern ganz anders. Buch Andersson heißt er. Der Rotschopf. Der Passauer. Der damals 2:1 in Führung gegangen ist, in diesem Einzel zwischendurch. Mehr sollte ich eigentlich nicht verraten. Setzte Spannung. Für die, die das Video erst noch schauen wollen. Leon Chu auf dem Weg zum 3:1? Fragezeichen. 2 Punkte Unterschied ist eigentlich nicht viel, aber ein bisschen Dominanz kann man schon erkennen. Aber keinen Grund für Gatschew hier aufzustoppen. Ganz im Gegenteil. Ein Hauch zu passiv sein will, aber das will man machen, wenn der Gegner beim Schnell-Schnell eventuell ein Tick besser ist. Natürlich viel Glück an der richtigen Stelle. 9:6, was für ein Unterschied zu vielleicht 8:7. Und da bringt er ihn noch einmal aus dem Rhythmus durch einen Netzroller. Und dann steht es halt ganz schnell 10:6, 4 Matchbälle. Und dann passiert sowas, dass man aus lauter Frust und Ärger über dieses letzte Drittel auch noch das Hochhaus liegen lässt. So ist eben manchmal Tischtennis nicht immer ganz gerecht, dafür manchmal richtig schön total. Wie auch immer, ich habe es schon erwähnt, im Großen und Ganzen, die Bälle, die ich gesehen habe, leichte Dominanz für Liang Chu.